Soll ich mein Kind schon in die Schule schicken oder ist es besser, wenn es noch ein Jahr in den Kindergarten geht? Und ist mein Kind überhaupt fit genug für die Schule? Diese Frage stellen sich viele Eltern und viele Erzieher jedes Jahr. Was kann man sich überhaupt vorstellen unter dem Begriff fit für die Schule? Fit für die Schule heißt, dass das Kind alle Voraussetzungen mitbringt, um den Anforderungen der Schule auch gerecht zu werden. Das heißt, dass zum Beispiel die Hand-Augen-Koordination so gut entwickelt ist, dass es die Buchstaben annähernd immer gleich schreiben kann. Und das ist sehr wichtig. Wichtig deshalb, weil nur dann eine sichere Buchstabenlautzuordnung möglich ist. Kann das Kind das nicht und jeder Buchstabe schaut immer ein bisschen anders aus, dann hat das Kind Probleme beim Lesen lernen. Es wird sehr lange brauchen, bis es Sicherheit in diesem Lernprozess erwerben kann. So wie fürs Lesen lernen und fürs Schreiben brauchen die Kinder für sehr viele Lernprozesse Teilleistungsfähigkeiten, Lernwerkzeuge. Und diese Lernwerkzeuge überprüfen wir mit dem Klipp und Klar Schulfähigkeitstest. Und da ist es mir vor allem sehr wichtig, dass das in einer spielerischen Form passiert. Das heißt, die Kinder werden in einen Zirkus eingeladen und machen dort verschiedene Aufgaben. Sie helfen den Clown bei einer Reimgeschichte, sie machen mit den Seiltänzern Übungen, sie stehen auf einem Bein, sie führen oder sie unterstützen die Tiere auf ihren Weg zur Manege. Und diese Aufgaben sind sehr abwechslungsreich und sie machen auch viel Spaß. Aber machen Sie sich doch selbst ein Bild und begleiten Sie mich zu einem Schulfähigkeitstest. Anton, ich habe dir draußen schon erzählt, dass wir zusammen ein Spiel machen wollen. Ja? Schau mal, das Spiel, das führt uns hierher. Was erkennst du denn hier? Was machen wir denn für ein Spiel? Erkennst du das, was hier auf dem Bild ist? Ein Zirkus. Ein Zirkus, genau. Wir wollen zusammen in den Zirkus gehen. Jetzt darfst du mir mal sagen, was du auf dem Spielplan alles siehst. Was kannst du denn hier alles erkennen? Affe klettert. Genau, der Affe klettert. Was siehst du denn noch? Noch ein Zauberer. Genau, ein Zauberer. Siehst du noch was auf dem Bild? Eine Maus. Die hast du entdeckt, die ist ja ganz klein, die ist ja ganz winzig. Kreis. Okay. Soll ich dir was verraten? Du hast alle entdeckt. Alle Fehler. Da gibt's gar nichts mehr. Du bist schon fertig. Halten, die Augen bleiben schön zu.
Eins, zwei, drei, schwupps. Okay, und wie waren die Arme? Sehr schön. Und ich klatsche dir jetzt einfach mal was vor und du klatscht mir dann mal nach. Ja? Du darfst ganz gut zuhören. Super. Und ich werde den Vorhang immer ganz kurz aufmachen und du sagst mir, wie viele Elefanten gerade ein Kunststück machen. Okay? Gut, Achtung. Eins. Sehr gut. Achtung. Drei. Sehr gut. Achtung. Zwei. Super. Achtung. Vier. Sehr gut. Klatsch dir ein Bildchen, sprech aber nicht mehr dazu. Und du darfst mal versuchen, herauszuhören, was ich dir geklatscht habe. Okay? Achtung, gut hören. Clown. Sehr gut. Achtung. Tiger. Super. Achtung. Clown. Sehr gut. Zirkuszelt. Super. Achtung. Eintrittskarte. Klasse. Super machst du das. Klasse. Und ich habe jetzt auch gesehen, in der letzten Stunde, dass du wirklich schon ein richtiges Vorschulkind bist. Toll gemacht.